dass du uns einen Schlaflied-Mix zusammengestellt hast, DJ. Das wird definitiv allen neuen Rainbow-Corns helfen, sich auszuruhen. Kein Problem, Nala. Er ist fast fertig. Ich muss nur noch die Akustik des Raums testen, um ihn fertigzustellen. Ihr seid ja alle so süß! DJ, könntest du bitte auf die Rainbow-Corns aufpassen? DJ? DJ! DJ! Bitte pass auf sie auf, während ich weg bin. Okay, DJ. Konzentrier dich. Zeit, den perfekten Schlaflied-Mix zusammenzustellen. Oh nein! Ich brauche den tollsten Beat aller Zeiten. Etwas, das euch gleichzeitig feiern und einschlafen lässt. Oh nein! Jetzt wird mir erst bewusst, dass ich auf die Rainbow Corns aufpassen sollte. Okay, zurück an die Arbeit. Denk nach, DJ. Daffy, du wirst meinen Plattenspieler kaputt machen! Rory, das klingt so schön. Aber kannst du bitte in derselben Tonlage singen wie das Lied? Hey, Peanut, was machst du da? Wow, nicht schlecht. Dreh die Platte, Daffy. Rory, spring höher. Schneller, Peanut. Yo, ihr Rainbow Corns habt Rhythmus. Was geht hier vor? Ich habe meinen Schlaflied-Mix fertiggestellt. Was nützt ein Schlaflied, wenn es sie noch wacher macht? Sie werden schlafen. Irgendwann. Ha! Der Schlüpftag ist so wichtig. Neue Bunnycorns kommen auf die Welt. Und wie machen wir das? Mit Musik! Deshalb wolltest du mich hier haben, Nala. Damit diese Bunnycorns mit ausgezeichnetem Musikgeschmack schlüpfen. Natürlich! Aber denk daran, sie müssen schlüpfen. Egal, wie cool die Musik ist. Mein Name ist DJ. Ich bin ein DJ. Ich wurde für diesen Moment gemacht. Es ist uns eine Ehre, unsere baldigen neuen flauschigen Freunde in Rainbowville willkommen zu heißen. Sie schlüpfen bald. Ha. Das ist mein Einsatz. Und es geht los. Ich glaube, diese Musik macht sie viel zu müde, um zu schlüpfen. Kannst du ein bisschen schnellere Musik spielen? Gut, dann schauen wir mal, ob etwas Country-Musik diese Bunnycorns aus dem Schlummer aufweckt. Links, 1, 2. Rechts, 1, 2. Oh nein, DJ! Die Bunnycorns kennen noch kein Links und Rechts. Okay, ich habe das perfekte Lied. Dieses Lied scheint es zu sein. Großartige Arbeit, DJ. Bugsy ist gerade aus ihrem Ei geschlüpft. Ich weiß, du schaffst das, DJ. Und sie ist wieder im Ei. Wir müssen sie stoppen. Aber sie mögen weder Classic, Country, Rock noch Pop. Hat sich das gerade gereimt? Das bringt mich auf eine Idee. Wie wäre es mit Hip-Hop? Das ist es. Danke, Posh. Ich dachte, ich wüsste, was sie brauchen. Aber ich brauchte noch ein wenig Hilfe. Du hast einen großartigen Job gemacht, DJ. Jetzt lasst uns mit der Party beginnen. Hallo, Rainbow Corn Rettungsstelle. Hat ihren Glanz verloren. Trage einfach 1 Kilo Glitzer auf und ruf uns morgen früh an. Natürlich, wenn Rainbow Corns gerettet werden müssen, sind wir da und retten Rainbow Corns. Wir arbeiten noch an unserem Slogan. Was kann ich für dich tun, Dexter? Oh mein Gott, du hast Schluck auf! Was führt dich heute hierher?
Schluck auf! Das kann sehr schwierig zu beheben sein. Ich habe ein paar Ideen. Erstens, versuche den Atem anzuhalten. Super, zählen wir bis fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf! Wow! Das ist nicht nur ein normaler Schluck auf, das ist ein gigantischer Schluck auf. Der ist schlimmer. Viel schlimmer. Ich weiß nicht, ob das klar war. Danke für deinen Anruf bei der Rainbow Corn. Rettungsstelle! Oh nein! Ich habe... auch Schluck auf! Ansteckender, gigantischer Schluck auf. Okay, ich habe noch etwas anderes, das wir versuchen können. Wir sind verzweifelt. Wir werden alles versuchen. Ich werde euch erschrecken. Wow. Oh, es hat keinen Zweck. Du bist einfach zu süß, um gruselig zu sein. Lass es mich noch einmal versuchen. Denke an gruselige Sachen. Glitzer- und Cupcake-Mangel. Gestohlene Regenbögen. Puppycorns, die nicht spielen wollen. Ich glaube, es hat geklappt. Bitte, mach das nie wieder. Ein weiterer Patient geheilt von Dr. Nala. Oh, oh. Wie cool ist es, dass wir eingeladen wurden, unseren berühmten Kirschkuchen im Rainbow TV zu backen? Ja, ich kann es kaum erwarten, unsere absolut fantastischen Backfähigkeiten zu zeigen. Missy! Willkommen bei Rainbow TV. Ich werde euch bei den Vorbereitungen helfen. Danke für die Einladung, Missy. Posch, schaust du bitte, ob wir alles für den Kuchen dabei haben? Na klar, Chef. Es ist alles da. Pflanzenöl, Mehl und Zucker... Kirschen! Und ein Puppycorn-Ei! Ein Puppycorn-Ei? Oh, sie ist so niedlich! Und so hungrig! Oh, rette die Zutaten! Rette mich! Ah. Danke, Missy. Das war knapp. Was sollen wir denn jetzt mit dir machen? Egal was, tut es schnell. Ihr seid in 5 Minuten dran. Wie können wir dieses Puppycorn glücklich machen und all diese Sachen rechtzeitig ins Studio bringen? Ich habe eine Idee. Okay, die Zutaten sind drin. Woher wusstest du, dass das funktionieren würde? Ich hatte das Gefühl, dass dieses Puppycorn hilfsbereit und hungrig ist. Ich habe ihr vielleicht auch versprochen, den Kuchen zu bekommen, wenn wir fertig sind. Seid ihr bereit? Ihr seid dran. Ihr seid dran in 3, 2, 1. Willkommen zurück bei Rainbow TV. Wir sind hier, um unseren berühmten Kirschkuchen zu backen. Zuerst gibst du Zucker und Mehl in eine Schüssel. Ich hab doch gesagt, sie ist hilfreich. Und immer noch hungrig. Hey, versprochen ist versprochen. Der Aufstieg auf den Regenbogen-Glitzerberg hat so viel Spaß gemacht. Was machen wir als nächstes? Ich kann meinen ganzen Körper nicht spüren. Oh, ich weiß was. Ein Hula-Hoop-Wettbewerb. Hey, ist das nicht ein neues Ei? Stelle sicher, dass dieses neue Rainbow-Korn nach dem Schlüpfen ein Nickerchen macht. Alle Rainbow-Korns brauchen Nickerchen, sonst werden sie mürrisch. Alles liebe Nala. Ein Nickerchen klingt wirklich toll. Nickerchen? Pah, es gibt so viele andere lustige Dinge zu tun. Oh, ein Baby-Kitty-Korn. Willkommen auf der Welt, Kleines.
Was wollen wir zuerst tun? Misty, Nala sagt, wir sollen das neue Kittykorn hinlegen. Also lass uns ein Nickerchen machen. Posch, sieht sie aus, als bräuchte sie ein Nickerchen? Ja, das tut sie. Der erste Schritt zum Nickerchen ist ein perfekt flauschiges Kissen. Kissenschlacht! Oh, das ist nicht hilfreich. Okay, Posch, wie wäre es damit? Tada! Schritt 2 ist die kuscheligste Decke zum Kuscheln. Da, jetzt ist sie ganz eingekuschelt. Bubbles? Oh, verflixt und zugenäht, wo ist sie hin? Oh, sie ist ganz erschöpft. Lass uns ihr helfen, sich einzukuscheln. Vielleicht ist ein Nickerchen doch keine so schlechte Idee. Verflixt und zugenäht. Jetzt kann ich nicht schlafen. Aufregende Abenteuer erwarten dich mit diesen neuen Exania Rainbow Korn. Lasst es uns öffnen. Schlüpfende Exania Eier? Perfektes Timing. Moment, sollten sie nicht glitzern? Wenn Exania Korns in die Stadt einziehen, können sie ein wenig traurig aussehen. Doch findest du ein Talent und ein kleines Ei, sind sie mit ihrem Glitzer dabei. Wow, sie müssen ein Talent und ein Ei finden. Wir sollten ihnen helfen, ihren Rainbow-Korn-Glitzer zu finden, indem wir eine Exania-Mania-Talentshow veranstalten. Aber die Eier, auch die Mini-Eier müssen ihren Glitzer finden. Rory, dein Talent ist Singen. Ich spüre es. Oh, wir haben viel Arbeit vor uns. Nala, wo warst du? Wir hätten deine Hilfe gebrauchen können. Auf der Suche nach den Mini-Eiern. Das Mini-Ei wird dir genau das geben, was du brauchst, um zu glitzern. Fantastisch. Jetzt bist du bereit für die Talentshow. Gefunden. Und schau, sie glitzern. So viele Rainbow Corns sind geschlüpft und es ist nur noch ein Ei übrig. Sie ist da. Aber ihr fehlt das Horn. Das kann nicht sein. Die Magie aller Rainbow Corns kommt von ihrem Horn. Kein Horn, keine Magie. Komm schon, Posch. Ideen, um das zu beheben. Ach, ich hab's. Ich bin gleich wieder da. Tada! Wenn es wie ein Horn aussieht, vielleicht verhält es sich auch wie eins. Lasst es uns versuchen. Okay. Nächste Idee. Weil es ein Horninstrument ist. Keine Sorge, Corny. Wir werden irgendwie eine Lösung für dich finden. Oh, wie wäre es mit einer Gruppenumarmung? Da fühle ich mich immer gleich viel besser. Schau, Corny. Du funkelst. Und es ist wieder weg. Schon wieder. Also, wenn Umarmungen Hörner erscheinen lassen, müssen wir uns fester umarmen. Was
ist das? Ein Rainbow-Corn-Sandwich? Conny ist als letztes geschlüpft und sie hat kein Horn. Wir haben schon alles versucht, damit sie ein Horn bekommt, aber nichts funktioniert. Ich weiß, was zu tun ist. Folgt mir! Es ist die Rainbow-Corns-Art, auf magische Weise und Art. Als letztes berühre dein Horn so wie ich. Mach weiter, Conny. Dann dreh dich wie ich. Deine Freunde sind magisch und du bist es auch. Tanz diesen Tanz, wenn du traurig bist. Conny, dein Horn! Es ist wieder da! Herzlich willkommen zum Kittykornball, wo jedes Kittykorn die Chance bekommt zu glänzen. Los geht's, Mädels! Wie ihr alle wisst, lieben Kittykorns Mode, Stil und die Selbstdarstellung. Es ist uns eine Ehre, die neue Klasse der Kittykorns vorzustellen. Als erste die coole und klassische Clover mit einer Boa. Die bekanntlich nette Nori trägt die größte Schleife des Balls. Und schließlich zu guter Letzt... Pippa? Pippa, wo bist du? Bleib dran. Wir haben hier einen kleinen Modenotfall. Da ist sie. Oh, was ist denn los, Pippa? Hast du Schwierigkeiten, deinen eigenen Stil zu finden? Weißt du, manchmal findet man nicht genau das, wonach man sucht. Aber wenn du offen für Neues bist, findest du vielleicht lustige Ideen an Stellen, die du nicht erwartest. Wir haben ein paar hungrige Leute da draußen. Können wir mit der Modenschau weitermachen? Wir sind fast bereit, Nala. Pippa sucht nur nach Inspiration. Pippa! Vielleicht findest du lustige Ideen, wo du sie am wenigsten erwartest. Zum Beispiel hier. Oh wow, Pippa. Sie werden es lieben. Ab auf den Laufsteg mit dir. Puh, entschuldig die Verzögerung. Das letzte Kittykorn des Abends ist die sehr hübsche und modische Pippa! Bald ist die große Eröffnung der Rainbow Corn Rettungsstelle. Sind die Puppycorns bereit zum Schlüpfen? Wo sind die Puppycorns? Wir haben sie verloren. Ja, sie sind verschwunden. Naja, außer Beanie. Sie ist super stark. Wir müssen sie finden, bevor die ersten Gäste für die große Eröffnung eintreffen in einer Minute. Was machen wir? Wir schaffen das. Missy, du und DJ hängt das Banner auf und dekoriert für die große Eröffnung. Posh, Beanie und ich werden die Puppycorns finden. Beanie, ein bisschen von deiner Superkraft? Verdammt! Ich glaube nicht, dass sie hier sind. Beanie, was hast du gehört? Los geht's! Danke, Puppycorns. Puppycorns? Wir haben sie gefunden. Puppycorns, wir auch. Wir brauchen einen Plan. Ihr geht in die Richtung, wir gehen in diese Richtung. Wo sind sie jetzt? Wie bekommen wir sie darunter? Okay, macht euch bereit.
jetzt sind wir bereit für die große Eröffnung der Rainbow Corn Rettungsstelle. DJ, Posh! Willkommen bei der Rainbow Corn Rettungsstelle. Sobald diese Puppycorns geschlüpft sind, ist es Zeit für die große Eröffnung. Ich bin so aufgeregt. Ich muss das Willkommensbanner holen. Oh nein, ich glaube, die Tür ist ins Schloss gefallen. DJ, hast du etwas gehört? Sicher doch. Das ist das Geräusch, wenn ein neues Puppycorn schlüpft. Unser erster Patient. So aufregend. Oh, wo ist Posh? Sie würde das auf keinen Fall verpassen wollen. Ah, sie wird doch immer was im Schilde. Oh, wie süß. Na, süß und stark. Au. Danke, Doktor. Dafür bin ich hier. Jetzt nehmen wir Ihre Größe und Ihr Gewicht auf. Nein, nicht so. Jetzt nehmen wir deine Maße. Damit Beanie nicht wieder entkommt. Kann mich jemand hören? Bin ich in einer Gedankenblase? Hallo? Perfekt, 61 cm groß. Los, wir müssen sie finden, bevor sie in Schwierigkeiten gerät. Naja, noch mehr Schwierigkeiten. Oh, es ist eine Tür, DJ. Beanie! Jetzt haben wir dich. Keine Sorge, ich schnappe mir die Leine. Hilfe, ich bin im Schrank eingesperrt und in einer Gedankenblase. Ich bin doppelt eingesperrt. Posh, was ist mit dir passiert? Ich war eingesperrt, aber dieses Puppycorn hat mich gerettet. Mein Held. Wow! Beanie hat nicht nur Superkräfte, sondern auch ein super Gehör.